Ja, moinzen, nein, wollte ich gerade haben. Ja, moinzen, liebe Leute, herzlich willkommen wieder eigentlich mal zu einer coolen, spannenden Dark Orbit-Folge. Hier gleich mal richtig geil auf der 2.6 geht es eigentlich richtig geil ab. Ja, gegen einen hilft die Eisrakete nichts, den wollte ich aber eigentlich haben, nee. Aber dennoch, ja, willkommen auf jeden Fall wieder mal zu einer Folge. Ich weiß, es ist jetzt lange nichts mehr gekommen. Ja, ich habe es in ein paar auf meiner Seiten schon ein bisschen angekündigt gehabt. Bin jetzt nicht wirklich zum Video dazu gekommen, zu eins zu machen. Jo, es ging gerade alles ein bisschen kacke. Da habe ich jetzt mal frei gehabt und was hat mich natürlich wieder mal erwischt, was sowieso überall umging. Ja, die lustige Grippe. Mega geil auf jeden Fall, wie die rumging. Zum Kotzen, sage ich da einfach mal nur. Aber ja, ich bin eh noch nicht so ganz fit. Aber da, lol, da kommen jetzt ein paar durch. Oh, da kommen jetzt einige durch, aber ja, da habe ich jetzt ein bisschen durch müssen, durch die Grippe, aber ich habe dann absolut keinen Bock gehabt, da irgendwie ein Video zu machen, wenn du mit Bauchschmerzen im Bett liegst und einfach nur die ganze Zeit das Gefühl hast, du möchtest dich übergeben, das ist einfach dann nicht schmackig. Aber ja, viele werden das wahrscheinlich eh auch kennen, weil viele wahrscheinlich selbst zu Hause mit einer Grippe rumliegen und das Ganze einfach mal nur mega scheiße ist. Aber ja, jetzt geht es mir schon mal wesentlich besser. Ich wollte jetzt mal ein Video machen jetzt wieder. Nicht, dass ihr denkt, ich bin komplett von der Welt weg. Ich bin noch da. Ich lebe noch. Wurde ich ja auch schon von einem gefragt. Lebst du noch? Bestes Kommentar überhaupt. Grüße gehen raus, ja. Lebst du noch? Weiß ich nicht, ob ich noch lebe. Aber haut schon irgendwie hin. Jo, ich fliege einfach mal halt nur aus Langeweile jetzt mit dem großen Account rum. Ich wollte eigentlich global Europa spielen, aber ich habe mal gedacht, dass das halt nur mal so ein bisschen eine erzählerische erzählerische Folge wird, brauche ich da nicht viel herumtun, sage ich jetzt mal dazu. Und von daher drauf geschissen. Heute gibt es mal eine ruhige Erzählerrunde. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas trotzdem passiert. Ja, die Weihnachtstage sind ja vorbei. Das neue Jahr ist auch nochmal da. Von mir auch nochmal ein herzliches, trotzdem noch einmal ein frohes neues Jahr. Noch einmal, ja. Für die, die es vielleicht verpasst haben von mir. Wenn nicht, guckt euch ältere Folgen an. Da gibt es eh nochmal die letzte Neujahr-Folge, ja, wo wir unsere Base wieder gebaut haben. Wir bauen sowieso viele Basen als XCT in letzter Zeit, also es geht da, geht es ja rundum ab. Schau mal, irgendwo eine Base stehen, hier steht sowieso keine goldene Boxen sind da, die möchte ich sammeln. Was war dann noch? Da haben wir jetzt mal einen Kami rein. Das liebe ich wieder. Was gibt es noch? Wir bauen viele Basen, ja. Alter, hallo. Die UBA ist ja irgendwie vorbeigegangen. Ha, ja, es ist keine Saison mehr verfügbar. Ja, mega geil. Unter mir sind Tani noch mega geil. Krieg ich den vielleicht irgendwie geklickt? Ach, scheiß drauf, den kriegen wir da sicher irgendwie geklickt, oder? Ja, da ist er schon. Ja, da ist er schon, ja. Aha! Okay, ja, passt schon, passt schon. Habe ich verkackt, meine Damage-Confirm war nicht geladen, ha? Ja, passiert mir jedes Mal, ihr kennt mich da eigentlich schon mittlerweile. Jo, was jetzt dazu aber gekommen ist noch, ist der jännerliche Adventskalender, ja. Also ich verstehe halt auch nicht so den Sinn, warum nach Weihnachten halt jetzt nochmal so ein Adventskalender für 24 Türchen kommt. So im neuen Jahr halt, ist zwar auch komisch, ich meine, ja, ich sag zwar nichts dagegen. Aber ja, ist halt trotzdem etwas nervig. Naja, nervig kann ich nicht sagen, ja. Es ist halt, gibt's halt nochmal verschiedene Belohnungen, kann ich nichts dagegen sagen. Ist ja auch mal wieder geil. Nee, ich weiß jetzt dabei auch noch nicht, wie gesagt, ich bin jetzt dann noch ein bisschen, kränklich. Ich fange jetzt dann auch wieder, ich muss jetzt arbeiten und auch wieder gehen. Also das Ganze wird mich da jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte auch noch hier wieder ein bisschen was mit Dark Orbit anfangen, also so komplett neu, also das wird hier schon mal ein komplett neuer Staffelbeginn, machen wir jetzt gleich einmal, also jedes Jahr, ich werde das jetzt so jährlich ein bisschen einteilen, das war auch das, was ich am Anfang machen wollte, meine Dark Orbit Folge so staffelmäßig so jährlich immer eine neue Staffel sozusagen zu begründen und das unter eigene Playlisten zu teilen, dass man sich vielleicht irgendwie auskennt, was man gleich eh nicht mehr so wirklich weiß, aber ist ja eh scheißegal, ich fange auf jeden Fall jetzt damit an und yo, deswegen gehen wir das Ganze jetzt so an.
Wie es mit meinen Thumbnails noch weitergeht, weiß ich auch nicht. Ich habe wieder vor, was anderes zu machen, dass das mit den Thumbnails für euch bequemer ist. Da muss ich mir auch noch ein bisschen was Gedanken machen, aber trotzdem jetzt mal eins nach anderen. Ich muss erst mal gesund werden. Das ist mal das Wichtigste. Dann gucke ich mal weiter. Dann schauen wir noch weiter. Draußen ist sowieso kalt. Ich war vorhin nur kurz so ein bisschen mein Müll da mal raustragen. So Mülltonnen, ja, alles super so. Und was ist das? Bei minus 7 Grad ist das nicht gerade angenehm. Das ist schon eine Kälte, die ist, puh, kalt, ja. Vor allem jetzt ist ja der Schnee da. Wir haben ein neues Jahr. Und der Schnee liegt da. Wir haben ein neues Jahr und der Schnee liegt da, ja. Das reimt sich sogar super. Das ist ja mal wieder genial, das glaubt man gar nicht, ja. Mein Auto konnte ich gleich mal ordentlich abscheren und abstauben und abkehren von 5 Tonnen Schnee. Sowas ist ja immer das Beste. Aber gut. Das ist halt eine Sache. Erst im April kann ich meine Sommerreifen wieder drauf. Also da muss ich leider noch ein bisschen warten, wenn ich jetzt Sommerreifen drauf haben möchte. Da muss ich mich leider noch gedulden, Alter. Hier sind total viele goldene Boxen. Nee, ich möchte auch auf dem Global Europa mehr mit diese goldenen Boxen-Events erwischen, aber ich habe halt kaum Uridium. Und Beutekiss bekommst du auch. Alter, ich habe mich noch immer nicht gerappt. Ja, ja, komm. Achso, die Rakete schmeißt jetzt nicht, oder was? Achso, hahaha. Ah ja, die schmeißt's gar nicht. Ja, was soll ich tun, ha? Huh? Das haut hin. Das hat funktioniert, Alter. Der bekommt mich nicht. Ich habe vergessen, Schiede die Konfis zu holen. Ja, es tut mir echt leid. Ich versuche gerade echt mehr zu erzählen. Ja, jetzt bin ich gejumpt. Das ist sehr schlecht, ja. Aber er ist weggeflogen, Nassis. Jetzt kann ich mich wieder auf meine Flucht direkt kümmern, Alter. Mich soll jetzt keiner kriegen. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock, mit null gerappten Confis da zu fighten. Wird überhaupt was geschrieben? Ich liebe das ja wieder, wenn es dann schreiben. Warum fightest du nicht? Ja, Global Chat. Der spackt. Ich bin mein eigenes Lumine geflogen, lol. Die spackt sowieso bei mir schon wieder rum, der Global Chat. So, jetzt laden wir hier mal die Damage Confi auf. Ja, komischerweise ist mir aufgefallen, es gab gar nicht mehr diese Eisraketen zum Kaufen. Ich meine, die gab es auch reichlich zum Sammeln, aber die gab es diesmal gar nicht so zum Kaufen. Feuerwerkskörper gab es zum Kaufen. So Silvester, ich habe natürlich zugeschlagen. Ich habe mir diese fetten MMO-Feuerwerkskörper mal so 1000 Stück gekauft und 15.000 Uridium. Die sind geil. Die habe ich aber auch gerne, weil die gefallen mir halt schon mega. Von diesen Razer hat man halt total wenig. Also die werden, glaube ich, nicht mehr so oft auftauchen. Aber ne, gut, ne? So, wir werden jetzt mal auch vielleicht woanders hinjumpen, einfach mal so über die Karten fliegen heute, einfach mal chillig ins neue Jahr wieder ein bisschen einsteigen da. Ja, so machen wir das jetzt. Genau, ich bin ja auch wieder auf den Sentinel, ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal schon im Sentinel, oh, ich war dann eh schon beim letzten Mal im Sentinel, wie wir Basen gebaut haben. Also ich werde da auch wieder ein bisschen mehr umbauen. Aber, jo. Auf jeden Fall. Werde ich wieder öfters die Schiffe wechseln. Tutorials werde ich mir wieder ein paar für euch überlegen, was ich vielleicht noch demnächst so angehen kann für euch. Habe ich auch vor. Ich bin getarnt und die Aliens können mich angreifen. Was ist denn das für ein Bullshit? Okay. Backt auch wieder rum. Eismeteoriten gleich tauchen auch noch auf. Hier und da, was ist da jetzt noch? Also das ist die UBA, genau. Das ist diese Refraction. Also, Alter, da kommen immer mehr Fenster dazu. Das ist auch abnormal. Hier kommen immer mehr Fenster dazu. Irgendwann ist die ganze Leiste einfach mal voll. Wird auf jeden Fall noch mega los. Wie viele Leute sind gerade online? Ah, ein paar sind online. Was willst du fighten? Auch komisches Design. So, fliege ich jetzt nochmal hier kurz rauf.
Prisma-Buchsen. Ich finde nur Prisma-Buchsen, Alter. Man findet wenig Teile. Ich glaube, auf PvP-Karten zahlt es sich mehr aus zu sammeln. Mein Tipp heute an euch. Ich hätte bis jetzt nicht wirklich was Tolles gefunden. Ich hätte fast dann den Lodakia mein Ding verhaut, meine Tarnung. Ja, gibt es nichts wirkliches, goldene Box und so. Nee, themenmäßig wüsste ich jetzt gerade auch nichts. XET-Clan, toller Clan, bewerbt euch da mal. Kommt vorbei, wenn ihr Deutschland einzahlt, wenn ihr Just for Fun wollt, wenn ihr mich treffen wollt. Ja, yeah, wuhu, nee. Ja, wir sind ein sehr netter Clan, alles super. Wir sind eigentlich auch schon wieder recht groß. Ich glaube, Platz 7 oder so haben wir ja schon wieder gehabt. Also vom Clan-Ranking, weil es ist uns eigentlich eh sowas aus von scheißegal. Wir wollen eigentlich nur unsere alte Gruppe von damals wieder zusammenzubekommen, was ja eigentlich jetzt schon recht gut funktioniert hat. Es sind sehr viele Ex-XETler zurückgekommen und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Von daher, ja, ist da doch wieder eine gute alte Gruppe entstanden und macht dann auch wieder wesentlich mehr Bock zu spielen. Gut, liebe Leute, ich wüsste jetzt sowieso heute nichts mehr. Also von daher, ich gehe mich jetzt wieder wahrscheinlich ins Bett ranhauen, keine Ahnung, sonst irgendwas. Und ich glaube, ich muss in die Apotheke jetzt wieder mal fahren. Da fällt mal was ein. Haha. Ich sage jetzt wieder mal reingehauen, wieder schauen, geil, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, noch einen guten Start. Trotzdem wieder mal. Ich meine, jetzt ist Ende der Woche, aber guten Start wieder in die nächste Woche für die Leute, die vielleicht auch wieder zum Arbeiten anfangen. Keine Ahnung. Ich sag reingehauen, wieder schauen. Tschüss. Ciao.